Schnelle Nummer. Heute zeige ich euch einen sehr geilen Snack fürs Sofa. Und zwar, wie wollen wir es nennen? Komm mal schon mal näher, Frags. Wie selbstgemachte Kartoffelchips, aber auf richtig geil. Und zwar Kartoffel anhobeln, das zur Seite. Und jetzt ist wichtig, dass ihr, wenn ihr so hobelt, dass das schön aufeinander fällt, weil wir müssen Scheibe für Scheibe nämlich gleich zusammenkleben. Ich zeige euch das gleich mal. So. So. Weil wichtig ist jetzt, guck mal, dass die Scheiben, die zusammengehören, dass die auch zusammenkommen. Weil was wir machen, wir legen jetzt diese Zweierscheiben uns erstmal so aufs Blech bzw. aufs Brett. Und dann bearbeiten wir sie gleich weiter. Kartoffeln sind ein bisschen verteilt. Ich gebe zu, es ist nicht ganz unaufwendig, aber es wird echt ein geiler Snack. Also, jetzt klappt ihr die Kartoffeln hier auf. Ich zeige das mal in dieser Reihe hier. So. Bisschen auseinanderziehen. Jetzt geht es darum, die eine Seite, da kommt jetzt hier Kartoffelstärke, beziehungsweise Maisstärke. Und da pinselt ihr einmal so rüber. Den Rest macht ihr, schabt ihr einfach wieder zurück in die Schale, dass sie komplett mit dieser Maisstärke bedeckt sind. So. Die andere Seite, da benutzt ihr jetzt hier einfach Eiklar, auch nicht anschlagen, einfach nur mit dem Pinsel. Schön drüber drehen, großzügig einstreichen. Und was man auch machen kann, man kann ein bisschen Rosmarin, Thymian nehmen oder so. Ich nehme jetzt mal hier einfach so ein Basilikumblatt, hau das mal hier in die Mitte. So. Und jetzt müsst ihr sie genauso wieder zusammenkleben, wie sie gerade waren. Das heißt, jetzt hier wieder zurück, genau drauflegen, festdrücken, so, dass da keine Luft drin ist. Das gleiche hier auch. So, ist hier mit dem Basilikum drin. Ich zeige euch das jetzt auch einmal. Richtig hier, es muss richtig schön zusammengedrückt sein. Und das machen wir jetzt mit allen Kartoffeln und dann werden die ausgebacken. Jetzt haben wir hier Rapsöl, ca. 160 Grad. Und jetzt die Chips einfach hineingeben. Ihr könnt auch zu Hause ein bisschen weniger Öl benutzen. Kein Problem. Wir haben ja auch ein Video bei uns mal hochgeladen. Das verlinken wir in der Beschreibung, was man mit allem Öl macht. Und wichtig ist jetzt beim Backen, ein bisschen Platz lassen und immer wieder drehen. Das werde ich gleich nochmal zeigen. Und jetzt seht ihr, warum das Drehen so wichtig ist. Jetzt hier, guck mal, schön die aufgehen. Guck mal. Und man will aber beide Seiten drehen. Deswegen ruhig ein-, zweimal drehen, dass sie rundum knusprig gebacken werden. Guck mal, wie schön. Jetzt raus damit. Oh. Das Ganze wird gewürzt. Was ihr wollt. Gewürzmix, Paprika, Pulver, dies, das. Ich nehme hier unseren Barbecue-Mix gerade. Das passt, glaube ich, sehr geil dazu. Prise Salz hinterher. Und dann müssen wir direkt rein. Aber hier so einen großen. Schau mal hier. Ja, schön Sofa, Grill, Fenster gucken. Also heute nur mal eine kleine geile Beilage, kleiner Snack. Richtig schön, vor allem mal gucken, wo ist der mit dem Basilikum? Wo ist der denn? Mit dir los? Wo ist denn der mit dem Basilikum? Wo ist denn der mit dem Basilikum? Sag mal, sind die verarschen oder? Ah, hier, da ist er. Da sieht man das Blatt. Geil. Also ruhig ein bisschen gehackten Rosmarin, Thymian, Basilikum in die Mitte rein. Und dann kriegen wir noch extra Flavor. Ich sag mal so. Leckerer Snack. Hier ist die Happy Day, hier ist die Einkaufsliste. Den Rest kann ich essen. Und die Einkaufsliste für knusprige Ballonchips braucht ihr zwei dicke Kartoffeln, am besten mehlig kochend, Maisstärke, Eiweißöl, Gewürz haben wir, Barbecue-Gewürz. Das ging schnell. Das war Henslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter henslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.